So, mein 5 Minuten Sonderübung bei Halbmarathon. Bei Halbmarathon. 10 Kilometer haben wir ja schon. Machen wir mal die Sonderübung, weil ich bin heute gut dabei. Also bei den Kühen ist ja normalerweise 1,4. Ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde bis zur Brücke gebraucht. Also die Kühe, die sind ja gleich da drüben. Maximal 12 Minuten, maximal. Wenn nicht vielleicht 5 Minuten, dann ist auch egal. Dann machen wir mal 5 Minuten Schattenboxen. Und rennen schick schon weit wieder heim. Satte 10. Dann hätten wir den Halbmarathon nochmal geschafft. Ganz einfach. Ob ich da einen Marathon nochmal schaffe, das weiß ich nicht. Das ist ja gleich 40 Kilometer, das ist das. Das Doppelte von 20. Also 4 Stunden Berghochwandern muss ich gehen. Bei 20 Kilometer Halbmarathon. Oder 2 Stunden joggen. Das müsste dann schon extra gehen. Man darf sich halt nur nicht so dumm anstellen. Vielleicht das Klettern und Skifahren weglassen. Den Rest kann man machen. Eigentlich. In so einem Berg. Geradeaus hoch. Weißt du, wie ich meine? Ungefähr so. Wie es halt immer ist. So eine Stunde Wald ist ja nicht so viel, aber da findet man was für Sonderübungen wie Liegestützen. Bei Halbmarathon läuft man eigentlich 20 Kilometer in 2 Stunden komplett durch. Und bei Marathon in 4 Stunden. Wie es halt immer so ist. Genau. Wie es halt immer so ist. Wie es halt immer so ist. Waffen habe ich halt keine dabei. Ganz einfach. Brauchst du nicht jedes Mal das Geschmarre. Also haben wir noch einen Baum kurz mit der blanken Faust. Aber jetzt können wir sie beim Halbmarathon nochmal extra sparen, das Geschmarre. Die Knochen halten jetzt schon. Das bestimmen jetzt sie für alle. Ganz einfach. Das wird halt ein wenig spirituell quasi und Kondition für alle. Und das mit dem Marathon, wie gesagt, das weiß ich noch nicht. Das kann ich eigentlich so, wie ich es mit dem Marathon mache. Es ist natürlich gleich wieder das Doppelte von dem ganzen Schmarrn, das ist wiss.